ja mit bei der Tour de France, oder? Ja, ja, genau. So sehen Sie aus. Vorgestern 150 Kilometer. Nein. Also ich habe ja nie. Ah, okay, gut. Und, aber trotzdem, ich habe gegen den Rennrad gewonnen. Ja, ja. Weil sie da gewonnen ist. Ja. Haben Sie jemanden, der mitgefahren ist? Ja, und dann haben Sie eine Frau, die wollte es wissen, die fährt bei den Sturmvögeln mit. Ah ja. Und die hat, ich habe mir immer gesagt, die ist jetzt auch schon in meinem Alter, wir sind ja schon alt, ja. 60. Kein Mensch ist alt von uns hier. Und dann sagte sie, also die würde mit dem Rennrad, weil die geht dann immer davon aus, 25 dürfen die ja nur fahren, dass sie dann in den Geraden nicht dann schlägt. Ja. Ist aber nicht die Lunge, weil das Yamaha kannst du komplett abschalten und du fährst dann wie ein normales Fahrrad. Ja, ja, ich kriege das Ding auf 40. Ja, ja. Und damit hat die nicht gerechnet. Ja, ja. Und war nachher, ich habe sie nachher, die ist mit Plankenheim, hat sie geschafft und zurück hat sie auch geschafft. Dann ist sie gestürzt, weil sie über ja, sie wollte aber immer weiter. Und in Abruck habe ich sie in den Zug gesetzt und habe gesagt, schön, ich fahre allein weiter. Ja, klar. Oh, war sie tief gedemütigt. Ich habe nichts mehr gehört. Ja, 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 ja. Ja, also, Sie fahren wie lange? Jetzt bist du 100? 150 Kilometer. Ich fahre jeden Tag 100. Ich habe einen Wohnwagen in Aalsau stehen, das ist bei Deutschland Wien. Ja, ja. Ich suche jeden Tag einen neuen Weg, nicht auf die Tage oder so. Ist ja toll, ja, ja, ja. Ich kann leider meine Frau nicht überreden. Also. Ich würde mir ja keinen anschaffen, aber damit ich näher vorankomme. Ich soll das haben, ja, ja, damit ja, ja. Er... Ja, ja, ja. Wie ist denn das ja bei Ihnen? Ne? Die Frage gilt für Sie natürlich nicht, aber wenn ältere Leute sich das anschaffen, weil sie so schwach sind, die Gefährdung, die Unfallgefahr ist, glaube ich, für ja. Die älteren Leute groß. Ne? Ja, weil die ja auch im normalen Leben sich benehmen wie die Volltrottel. Ja, ja. Ja. Wenn die dann noch so ein Fahrrad und dann... Ich habe Szenen, ich filme immer meine Tour. Ah, ja. Ich habe Szenen, da stehen eine Gruppe Radfahrer auf der einen Straßenseite, auf der anderen Straßenseite. Ich klingel, die Männer hören es, die Weiber sind sich weiter am Unterhalten und in dem Moment, wo diese Frau mit dem Rennrad da reinschießt, rennt die eine Frau einfach davor. Und dann schreit ihr, das haben sie aufgenommen, ja, heute, ja. Und ihr Mann schreit, Mensch, hab doch gesagt, da kommen Fahrräder. Ja. Und der guckt wie so eine Kuh auf der Weide. Ja. Und ist Gott sei Dank nicht passiert. Der hat aber fast böse gerappelt. Ja. Und dann ist das Problem, die sind, die fahren los, die kriegen plötzlich den Schub und können gar nicht damit umgehen. Ja, ja, das ja, ist ja sehr gefährlich. Aber das ist auch für die Renten. Ja. Ich komm darauf. Was hat neulich ja jemand auch gesagt? Ja, irgend so eine, so eine Anekdote dazu. Ich komm darauf, eine Diskussion im Rundfunk über die Führerschein für Alten. Und dann sagte der gegen diese Führerschein, gegen die Schlussbehandlung der Alten war, sagte, ja, gut, dann fahren die eben alle dann mit dem Elektrofahrrad. Fahrrad, ja. Und dann haben sie natürlich, dann steigt die Unfallquote richtig hoch. Ja, denn die fahren ja sonst, auch nicht Motorrad. Alte Frauen fahren nicht Motorrad. Ja, und man sieht es ja wie an dem Nasmir, der auch jetzt erst mit Motorradfahren angefangen hat. Ach, der ist das gewusst. Ja, nee. Und dann auch direkt. So wie man das dann meint, auch zu können. Der Traum des Mannes in der Midlife-Reise mit zwischen 50 und 60 eine Harley. Genau, das habe ich erlebt, da war ich essen in Neuwied, da saß ein Mann, der sah mich so alleine, der war alleine und da sagte, guckt der so draußen, was ist denn so los? Sagte er, ja, ich sehe, Sie fahren Motorrad her. Mein Vater mit 66 hat sich eine Harley gekauft. Ist nicht weit gefahren. Ist umgekippt auf dem Kopf, auf dem Bordstein und war tot. Aha. Ob sie kaufen wollte, das will ich doch. Von meiner Freundin, der Mann ebenfalls, fährt aus Waltersburg, fährt bis zur nächsten Ecke, fällt um, Bein kaputt. Ja. Das war seine einzige und letzte Fahrt. Das der liebe Gott, ja bei dem und noch sie hat und sie hat gesagt, Gott sei Dank ist es so passiert. Dieser Wahnsinn, jetzt der Mann mit einer Harley. Ja, ich habe Gott gebeten, dass es so abläuft. Ja, das war ja nur ein Warnschuss. Also, natürlich. Der also, hatte ich merke das ja auch bei mir. Dieses plötzlich, man muss auch bremsen können. Man muss auch das Ding. Ja, vor allem hier oben, nicht? Man muss reagieren. Man muss die Geschwindigkeit der eigenen, die andere. Das können ja Frauen viel schlechter nicht. Ja klar, also das ist ja jetzt nicht bin ich gegen Frauen, ich bin das Gute, aber Frauen haben das ja in ihrer Höhe nicht gelernt. Der Mann musste jagen, auf dem Tier oder auch alleine, er lief.
Stierabwehrbewegung, der Pfeilabwehrbewegung, er musste drei Geschwindigkeiten koordinieren. Konnte das nicht, hat die Familie verhungert und ausgestorben, hat sie nicht vermehrt. Ne? Und deswegen sind die in der Regel die Männer für diese Sachen. Ja. Wir gucken rechts und links. Wir müssen alles oder man fragt, wo sind wir denn hier? Weiß ich nicht. Wie komme ich denn jetzt nach Bonn? Weiß ich nicht. Und wohin fließt denn da rein? Runter, zwischen Bonn. Ach so, ja. Ja, ja. Nee, das sind ja keine Vorurteile, der steckt drin. Das ist was anderes. Wie gesagt, wir gucken rechts und links zu den Bären. Wir können hier das entdecken. Ja, hier, ja, ja. Hier sammeln die Erdbeeren. Wir verhungern. Männer fragen immer, sag mal, wo ist jetzt die Marmelade? Gleich, die ist im Eischrank. Ja, wo denn? Naja, du weißt, es steht hinter dem Gurkenglas. Naja, wenn es hinter das Gurkenglas stellt, dann kann man das ja nicht finden. Frauen sehen das. Ich wollte nur meine neue Kamera testen.